braune Tüne ein. Tatsächlich würde ich gerne noch warten, bis hier noch ein paar mehr goldene Eier gelegt werden, weil die geben dir die Hunde, also die geben dir einfach die komplette Lebensenergie wieder. Und das ist schon wirklich cool. Ein braunes Ei. Ja gut, aber wir haben ja nicht ewig Lebenszeit. Was soll's. Weiter geht's. Love Boat! Na, na, na. Wo gehen wir denn überhaupt jetzt hin? Also wir müssen zum Bootsschuppen auf jeden Fall, weil da sah es nämlich so aus, dass da der Fisch sprang und da vorne sieht man schon schwimmen, glaube ich. Ja, genau, das war hier. Den hole ich mir! Oder auch nicht? Alter, verfluchte Paraphilese! Da ist er! Riesenbarsch. Verdammte Scheiße. Okay, der Riesenbarsch muss verstaut werden. Was für ein Brocken. Also ich würde sagen, wir kriegen jetzt demnächst eine relativ gute Summe. Irgendwie für das ganze... Ja, also wir kriegen auf jeden Fall diese Spinellis, ne? Also ordentlich. Ja. So, aber wir müssen wahrscheinlich erstmal... Hier war der Schrein, hier. Genau, ist der Schrein. Und hier... Müssen wir hier nochmal hin, ne? Und uns das als goldene Zeichen die beiden Orte untersuchen. Ja, hier. Hier müssen wir hin. Alright. Bin ich richtig? Keine Ahnung. Ja, man verliert so den Überblick hier. Das ist krass. Nein, ne. Nein, ne. Das ist doch blöd. Kann man denn noch was einsetzen? Und jetzt muss ich nach nebenan mit dem Boot. Also ich hätte tatsächlich jetzt eher gedacht, irgendwie, dass hier der andere Kopf zu finden ist. Aber naja, dass ich den einfach bloß übersehen habe, aber nicht. Aber nicht. Da müssen wir mal ein bisschen weiter runter noch. Fiel mir irgendwie von Bastian Pastewka ein. Stop it. Wir müssen noch weiter nach unten. Das ist der Weg. So, und jetzt gehen wir hier mal durch und wir müssen... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir schlagen uns erstmal komplett nach links. Wir können nicht nach links. Wäre auch zu einfach. Also wir müssten wahrscheinlich einmal außen rum nach oben, dann von oben runterspringen und wir können dann die Tür von hinten aufmachen oder so. Was ist denn los? So, deine Kiste oder was willst du mir jetzt sagen? Sorry, keine Absicht. Oh! Scheiße. Ah, Mist, hat nur ihn erwischt. Shit. Ach. Goldene Eier essen. Ah, nein! Nicht doch. So, Binjutzen, ne? Erstmal ein weißes Ei noch hinterher. Und das war's dann auch mit meinem Messer. Aber ich habe noch eins. Oh, kommt sogar noch mehr. Na, bitte, das läuft doch hier. Alter, was? Küchenmesser einmal zugeschlagen und das war's dann? Kann das sein? Ja. Ich sag mal nicht, das finde ich bitter. Das ist bitter. Weg. Krass. Bin ich dagegen, wa? Also, oh Mann, Alter, was ist denn aus den Newton-alten Zeiten mit, du hast dein Messer bis ans Lebensende geworden?
Was ist denn hier mit den geilen Runs hier mit Hank oder mit dem Tofu-Block nur mit dem Messer durch? Ich sehe förmlich die Fragezeichen über deinem Kopf gerade schweben, Benny. Richtig. In Resident Evil 1 konntest du mit einem Tofu-Block, wenn du das Spiel durchhattest, das Spiel nochmal durchspielen. Ah, okay. Aber vielleicht kannst du es ja, wenn du hier das erste Mal auch durch bist, nein, in gewissen Schwierigkeiten auch. Nein. Nein. Scheiße, da kam noch einer. Der war gut. Ja, hatte viel schön mit meinem Freund. Wo ist denn der Typ? Da oben ist der Typ. Oh, scheiße. Ah, so. Gestohlene Munition, aber schnell ein bisschen nachladen. Reload. Schade. Nehmen wir tatsächlich erstmal kurz den Schatz holen. Dann schnapp ich mir die Schweine. So, Benni, kannst du halt mal aufmalen hier den Arsch? Ja. Es ist doch definitiv ein Glutus Maximus. Wo ist er denn? Oh. Dynamitfischen, der Penner. Kann man machen. Okay, stell mal mit mir den Knecht erstmal holen da rum. Geht ja so anscheinend nie weiter mit ihm. Nein! Schön gerade mit der Maus unter die Tastatur geschoben. Das ist komisch. Passiert mir tatsächlich meistens immer nur bei irgendwelchen Sneaky-Passagen, wo ich unbedingt total leise sein muss. Genau. Oder immer die Maus zu sehr an die Tastatur kommt, bam! So, aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Ein Schwein. Spinnig oder was? Drück doch alt. Ja, dann machen wir auf, dann laufen wir mal einen anderen Weg hier. Alle Wege führen ja bekanntlich nach Rom. Hier ist anscheinend hoch. Das ist der Weg. Echt jetzt? Hinter mir? Mann, Alter, wieso denn? Langsam hab ich genug. So, schnell weg, bevor er brennt. Okay. Was denn jetzt? Verdammte Axt, ey. Es geht unverhältnismäßig viel Munition gerade drauf. Also entweder muss ich mal ein bisschen besser mit meinem Aim hier umgehen. Oder einfach mal irgendwie weniger schießen. Also weniger Feinkontakt quasi. Nein. So, Benni, du hast den Arsch aufgeschrieben? Ja, aber ich habe auch nur den Arsch und das war's. So, was aber das? Ich habe noch eins gesehen, wo du gerade vorbeigelaufen bist.
Muss mal zurücklaufen, ein Stück. Ah, warte mal, ich guck mal hier kurz. Hier noch was. Und die runterholen. Ja, gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Was ist denn das? Warum leuchtet denn das so? Da, links hast du noch was an. Jetzt, genau. Was ist das? Achso, das ist dann so plus so von oben. Okay, das sind die beiden. Okay, dann haben wir den Arsch, das und irgendwo hattest du noch was gehabt. Hier vorne. Das? Achso. Ja. Das ist der Arsch, ne? Das müsste aber der Arsch sein, genau. Das ist der Arsch. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Ich glaube, du hattest mich noch weiter hinten, was im Tunnel, wo du gerade gekämpft hattest. Yeah. Und jetzt hier auf der linken Seite. Okay. Was ist das? Das ist. Achso, das ist. Okay, wait. So bogenmäßig mit einem Kringel und unten Bogen mit einem irgendwas. Mit so einem Halbmond drin. Okay, gut, habe ich. Das heißt also Arsch als erstes, dann die Bögen und dann die Dinger. Arsch. Genau, dann die links, die Bögen. Die? Warte, wenn mir jetzt mal verzögert. Ja, die, genau. Dann die. Und dann hatten wir... Schon offen. Schon offen. Okay. So, der zweite Kopf, hurra, ich freu mal. Kopf des Abtrünnigen. Das ist schon wirklich widerlich gemacht, ey. Egal. So, habe ich denn jetzt aber schon... Nee, habe ich immer noch nicht. Was ist denn das hier für ein... Sind die hier oben? Ist doch nicht euer Ernst. Nicht schlecht, ha? Schade. Schade. So, schon bin ich wieder messerlos. So, ich wüsste aber noch jetzt zu gerne, wo der Schatz ist. Das ist anscheinend auch wieder eine Lampe oder irgendwas, was oben irgendwo rumgeichselt. Also man hört's ja. Wo ist dies? Ach, was ist hier hinten weg auch hochgekommen? Das ist ja auch großartig. Also. Ein Jeton. Ein silberner Jeton. So, jetzt hatten wir hier vorne nochmal irgendwo eine Lampe fallen lassen. Da ist er. Ein Seidenkristall. Gut, es ist Zeit zu gehen. Also Benni, ich muss mal ganz kurz fragen, wer ist denn eigentlich, ist 1 Believer oder ist 2 Believer? 2 ist Believer. 2 ist Believer. Okay. Na gut. Also je nachdem, was da jetzt, also Believer ist ja, ne, dass du überlebst, gehe ich mal von aus. Genau. Genau, okay. Die Frage ist ja gestellt, von wegen wird Stevie nochmal sterben? Ja, ist 1 und... 2 ist nein. Genau. Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja,
Reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One, Ende. Baby Eagle ist also. Es muss doch einen besseren Codenamen geben. Baby Eagle. So, was ist jetzt der kürzeste Weg? Im Herzen sind wir alle Believer, aber es muss ja auch eine Gegenstimme geben, sonst wäre es ja langweilig. Das ist richtig, das ist richtig. So, dann machen wir wieder hier oben hin, oder was? Eine tolle Fischlager? Nee. Ja, wir müssen wieder zu Kirche? Ist das ja. So? Aber dann müssten wir ja theoretisch. Müssten wir denn nicht hier oben lang und dann das alles wieder ablaufen? Weil hier kommen wir ja nicht hoch. Hier sind wir nicht weitergekommen. Nee, da geht's nicht lang, aber kommen wir vom See auch. Nee, vom See kommen wir auch nicht weiter raus, ne? Von dem Dorf am See? Na, das ist der einzige Punkt tatsächlich, von wo war. Achso, nee, warte mal, hier. Wir können beim Händler. Beim Händler kommen wir hoch. Hier vorne quasi. Ja, da können wir ja auch die ganzen Aufträge abgeben und sowas. Genau. Genau da. Es ist nicht so weit weg gewesen tatsächlich. Hurra! Wir sind da. So, jetzt möchte ich aber in Peseta schwimmen, mein Freund, Alter. Jetzt muss er mal was raushauen. So, haben wir noch einen kleinen Schlüssel über eigentlich? Nee, ne? Haben wir Glück nicht, ne? Weiß ich nicht. Nein! Nein! Wir haben noch. Nein! Haben wir nicht! Denn wir müssen noch hier die. Mann! Was denn? Wo ist es denn? Ich denke, ist doof oder was? Hier. Ah, wo war denn das nochmal? Ach ja, Wo ist denn das? War das hier? Da, nee, oben, da. Das da, ja. Ja, hier? Ja, ja. Okay. Ach, oh, Mano. Mano. Hätte ich jetzt auch gerne die Wette reingestellt von wegen. Schafft's die wieder das Rätsel? In den ersten drei Zügen. Warum bremsen? Da ist es. So. Okay. Gut, wir können also bloß immer das drehen. Oben, unten. Oh, das ist aber fies, Alter. Oh, das ist aber wirklich gemein. Get it. Alter, nicht schlecht. Der Kürze. Oh. So, meine Birne raucht. So, wartet jetzt wert? Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das? Werden wir beim Händler sehen, wie viel dafür wir kriegen. Der Götze. Woohoo! So, vorher noch ein bisschen angeln. Tooltime, Baby. Oh, er ist. Na gut, komm. Ach, guck mal, jetzt haben wir noch Flashbang. Na gut. Fort mit dir. So, okay, jetzt aber auf zum Händler. So, Benni, ich möchte von dir jetzt mal so ganz spontane Zahl hören, irgendwie, was du denkst, was wir jetzt kriegen. Mit allen verkaufen und allen Aufträgen abgeben. Ja, bei den Spinellis, also kriegen wir auf jeden Fall 3, 6. Also weiß ich nicht, 12 oder 15 Spinellis für die Aufträge. Und verkaufen hoffe ich mal so auf die 60.000, maybe? Gut gemacht. 60. Okay. Na gut. Gute Arbeit verdient eine angemessene Spinellis. Ich hab was Neues für dich, Partner. So, wir können die antike Pfeife verkaufen. Wir können den Pan. Das können wir verkaufen. Goldplättchen. 10.000. Okay. Der Götze, 15. Seidenkristall, 4 Stück.
Prächtiger Armreif würde ich noch nicht verkaufen. Und dann... Ah, dafür lasse ich einiges springen. Jute schätzt, Benny, Jute schätzt. Oh, bei den Spinellis habe ich mich vertan, wa? So, wir verkaufen eine Viper. Das wollte ich sehen. Und das Hühnerei. Gute Arbeit. Und der Riesenbarsch. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Nice. Raketenwerfer. Der Raketenwerfer. Deine Kohle. Warte mal, erstmal. Die Entscheidung. Wissen ist Macht. Merkt ihr das, Partner? Kofferweisung. 20.000 muss drin sein. Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? Kein Platz für einen Raketenwerfer. Das Problem ist, ich weiß, wir werden den Raketenwerfer jetzt brauchen. Wir werden ihn jetzt brauchen. Ich garantiere dir, naja, du musst deine Platz Investition haben. Nicht bereuen. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Kann ich sonst noch etwas für dich nochmal tun? Nochmal vier Spinellis, geil. Schön, nochmal die Kassung. Tauschen. Oh, guck mal, es ist was dazugekommen. Schön. Schwarzer Aktenkoffer. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe zu finden. Bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos. Guck mal, und roter Barrel haben wir auch nochmal. Hochleistungs-Zielfernrohr. Nice. Schulterstützer TMP. Na, wir können mal ganz kurz sacken lassen. Ich baue mal ganz kurz unser Inventar ein bisschen um und ihr könnt ja mal kurz überlegen, ob wir davon irgendwas nehmen wollen. Na, also ich gehe davon aus, dass dich am meisten das Zielfernrohr interessiert. Ja. Ja, aber sehe ich jetzt tatsächlich noch keine wirkliche Notwendigkeit drin, tatsächlich. Was ich sehen würde, wäre, dass wir den Bauplan noch für die Blendgranaten kaufen. Dass du die selber herstellen kannst. Ja, das ist eine gute Idee. Dash ist eine gute Idee, Benny. So, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich doch müsste eigentlich noch Platz haben. Was willst du denn jetzt machen? Du willst jetzt umsortieren für... den Raketenwerfer. Was zu erledigen hast, solltest du... Aber knappe. Ich weiß. So, warte mal, wir wollten erstmal kurz noch was kaufen. Wir wollten die Rezeptur für die Blendgranate. Die ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Informationen sind heutzutage eine Ware. Und ich würde so mal, ich würde einfach ganz kurz vorher speichern. Nicht weg. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, wir werden ihn jetzt gleich benötigen. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Findest du nicht? Emma. Komm jederzeit wieder. Come back anytime. Hoppala. So, auch klassisches Beispiel. Ein Malschuss, ne? So, weil das, was jetzt wahrscheinlich passieren wird. Das heißt, wenn der Schuss nicht sitzt, dann ist schlecht, oder was? Deswegen habe ich vorher gespeichert. Deswegen habe ich vorher gespeichert, Ben. Oh, eine schöne goldene Uhr. Schmetterlingslampe. We take it. Das hatte ich nicht vermutet. Shit. Warum ist übrigens noch ein Nest? Sehe gerade. Wenn ich mir überlege, mit den 2-3 Pistolenkanonen, die ich noch habe. No way. No way. Ach du Scheiße! Ein Höhltroll! Ha? Fuck yourself! Er war ja fast gescheatet. Ja, ja, man muss halt auch mal wissen, wann du im Spiel welche. Jetzt das ist okay. Strategie. Das ist Taktik. Achso, ah, ja klar, okay. Ach nee, das ist ein Stein. Das ist doch kein Nest, das ist ein Stein.
Puh. So, ja, danke, Melli. Danke, danke, danke. Schnapp dir die Bratpfanne. Es ist tatsächlich, es ist undankbar irgendwie, weil ich hab das so oft immer probiert, sag ich mal, ihn niederzukriegen mit normalen Mitteln und... Also, wenn ich hier gucke, was wir hier haben, kannst du vergessen. Ist ja nichts geworden. 7 Schuss für die Pistole, Alter, hier. Shotgun, haben wir 3 Schuss. Das Einzige mit dem Sniper, aber mit dem Sniper, nee. Vielleicht hätten wir mit Bolzen noch überreden können, zu sterben. So, das war gut. So, jetzt können wir noch ein bisschen aufmunitionieren, weil das ist natürlich jetzt alles das, was wir mit ins nächste Level nehmen können. Ohne es jetzt hier an König Käsefuß verschwenden zu müssen. Achso, ja, das ist jetzt... Das war es, Melli. Mehr war das jetzt nicht. Das war der Bossfight. Das, ja. Bei manchen geht das halt so schnell. Ein Schaumschläger, ey, wirklich. So, wir können jetzt hier hochgehen. Wir können uns jetzt hier 2 Wege entscheiden. Einmal links, einmal rechts. Chat, links oder rechts? Linke Tür oder rechte Tür? Leon hat's halt drauf. Exactly. Links. Benni, was sagst du? Ja, ich wäre auch für links. Okay. Na gut. Dann, warte mal, lass mich kurz hier nochmal einen Blick werfen. Ja, cool, es hat tatsächlich überhaupt keine Auswirkung. Wir kommen nachher noch an einen anderen Punkt irgendwie, da musst du dich wirklich für links und rechts entscheiden. Und, ja. Geil. Voll die mega dramatische Entscheidung. Oh, was machen wir? Ich habe keine Ahnung, ich muss eine Münze werfen. Und dann hat es einfach überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas. So, das haben wir. Okay, gut. Mal hin. Let's get back. So, und jetzt kommen wir in die Kirche rein. Ist denn da Ashley? Also, soll ja sein, oder? Ja. Hat sie wissen. Schöne Firlefanz. Please used. Hier sind Schlösser auf jeden Fall. Unglaublich. Wir sind drin. Ashley Graham? Ich will dir helfen. Du bist entführt worden. Weiß nicht. Kommt man denn aus dem Versteck raus und sagt, ja, hier bin ich. Klar, Mann. Ach, wie schön. Das hat immer so ein bisschen gemocht, diese Rätsel. So, heißt aber auch nicht, dass ich es hinkriege. Das ist einfach nur, dass ich es gemocht habe früher. So, okay. Geld fehlt uns. Schau mal an. So, wo ist Gelb? Uns fehlt Gelb. Kleiner Schlüssel. Oh, Freude. Ihr seht mich ein, immer auch, guck mal, wie die Tür schön ins Licht getaucht. Und so schön gemacht. Sieht gut aus. Bolzen, 5 Stück. Ah, wer hat hier wieder seine Sporttasche stehen lassen? Ah, MP-Munition. Die TMP ist eigentlich auch eine schöne Waffe. Die macht Spaß. Aber die ist halt einfach, da geht so viel Moon drauf, irgendwie bei dieser Knifte.
Ich glaube, die macht wirklich nur Spaß, wenn du unendlich Moon hast. Achso. So, Blue. Mochte du Rätsel. Ja, gut. Scheibenschieberätsel. Ich mag Scheibenschieberätsel. Gibst du überhaupt Scheibenschieberätsel als Wort? I don't know. Na. Also mit den Messern muss ich sagen, finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. So, bis jetzt so das Einzige, wo ich so ein bisschen außer die etwas schwammige Steuerung irgendwie, das ist das einzige Manko in dem Game. Ansonsten. Ja, dass es halt kaputt geht oder wie, ja? Bist du hier? Ja, dass sie halt einfach. Also bei Küchenmesser kann ich es verstehen, aber ey, der nimmt mir noch echt ein fettes Messer in die Hand, irgendwie wie es im Original war, irgendwie, und lass mich hier durchschnetzeln. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen! Zu. Schön punken. Beruhig dich! Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Das ist die Band. Greift sie. Ja, der Imperator befiehlt es. Bringt ihren Seelen Erlösung. So, Kapitel beendet. Nice. Schön.